wunderschönen guten Abend zum Journal am Dienstag. Es geht aufwärts, liebe Zuschauer, und zwar in Sachen Temperaturen. Nach dem super heißen Juni ist der Juli ja bislang eher mit kühl-feuchtem Wetter dahergekommen. Aber wie gesagt, es geht aufwärts. Die Aussichten gibt es wie immer später bei uns in der Sendung. Vorher haben wir noch diese Themen gesetzt. Partytime, unser Vorgeschmack auf einige ausgewählte Feste bei uns in der Region. Außerdem ein Baum. Archäologen haben neue Erkenntnisse um den historischen Fund. Außerdem Schmuckstück. Bis eine fertige Uhr auf dem Ladentisch liegt, dauert es wirklich eine ganze Weile. Und wir haben noch Sonne im Gepäck. Paul Heger stellt uns nämlich das schöne Wetter für morgen vor. Manche Gemeinden bei uns in der Region gelten sonst vielleicht eher als ein bisschen verschlafen. Aber die Region, sie ist in Feierlaune, denn wir sind mitten in der Festsaison. Rutenfest, Welfenfest, Kinderfest, Seehasenfest. Wir haben für Sie zusammengefasst, auf welche Volksfeste Sie sich so wirklich freuen können. Wer es noch nicht gemerkt hat, der hat sich die letzten Wochen wohl zu Hause verkrochen. Die Festsaison in der Region ist im vollen Gange. Umzüge, Imbissbuden und Bierzelte. Zahlreiche Gemeinden haben bereits ihre Heimat- und Volksfeste gefeiert. Einige stehen uns aber noch bevor. Dieses Wochenende geht es in Friedrichshafen los. 5 Tage lang feiern die Häfler ihren Seehasen. Ab Donnerstag wird an der Promenade gefestet, bis der Seehas am Montagabend wieder verabschiedet wird. Eine Woche später feiern gleich 3 Gemeinden in der Region: Ravensburg, Wangen und Leutkirch. Wangen und Leutkirch veranstalten jeweils ihr Kinder- und Heimatfest. Ravensburg feiert an diesem Wochenende am längsten. 5 Tage lang wird beim Rutenfest getrommelt und geschossen. Und obwohl über Feuerwerke und Umweltschutz heiß diskutiert wird, in Ravensburg soll es ein Feuerwerk geben. Auch wenn Konstanz verkündet hat, in Zukunft wahrscheinlich keine Raketen mehr zu zünden. Das Seenachtsfest hat eine ganz andere Größe, nicht vergleichbar mit dem Feuerwerk am Rutenfest. Ich hatte gestern Kontakt mit unserem Feuerwerker in dieser Sache und er hat mir das erklärt. Und ich denke, wir werden es beibehalten, weil die Feinstaubemissionen nicht so groß sind, wie es euch vorausschaut. Beim Kinderfest in Lindau gibt es kein Feuerwerk. Dort wird auch nur einen Tag gefeiert. Trotzdem kommen dafür zahlreiche Lindauer von überall her zurück in die Heimat. Das Kinderfest versetzt Lindau am Mittwoch, 24. Juli, in Ausnahmezustand. Am Wochenende darauf feiern gleich 3 Gemeinden. Salem veranstaltet das Schlossseefest, Langenargen das Uferfest. Und in Friedrichshafen geht es kurz nach der Seehasenfeierei gleich mit dem Kulturufer weiter. Das letzte große Fest am See steigt dann am 10. August in Konstanz. Das Seenachtsfest wird wohl das letzte Mal in seiner bisherigen Form stattfinden. Und damit wird wohl auch zum letzten Mal das größte Feuerwerk über dem Bodensee zu sehen sein. Um die Umwelt zu schützen und lokale Vereine zu fördern, hat die Stadt angekündigt, das Seenachtsfest in Zukunft umzugestalten. In Schramberg gibt es künftig eine Oberbürgermeisterin. Die 37-jährige Dorothee Eisenlohr konnte sich mit knapp 68% der abgegebenen Stimmen deutlich gegen den Amtsinhaber Thomas Herzog durchsetzen. Er ist seit 2011 im Amt. Dorothee Eisenlohr lebt seit 2,5 Jahren in Speichingen und ist derzeit Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Bar Heuberg. Ihr Amtsantritt ist für den 4.10. geplant. 4 Schwerverletzte nach schwerem Unfall. Zu diesem ist es am Montagabend auf der B32 zwischen Sigmaringendorf und Scheer gekommen. Ein Passatfahrer war in Richtung Sigmaringendorf unterwegs, als er nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei streifte er einen Fiat Panda und stieß frontal mit einem Opel Meriva und einem Sprinter zusammen. 4 der 5 beteiligten Personen verletzten sich dabei schwer. Stadtwerke Lindau haben die Krise endgültig hinter sich gelassen. Im 3. Jahr hintereinander meldet Geschäftsführer Thomas Gläser für das vergangene Jahr jetzt etwa 3 Millionen Euro Jahresgewinn. Dabei hat die Telekommunikationstochter erstmals überhaupt Gewinn gemacht. Langfristig soll das zurückgehende Erlöse beim Strom- und Gasverkauf ausgleichen. Hier bereitet Gläser die Kunden auf die steigenden Preise vor. Denn ohne Atom- und Kohlekraftwerke werde Strom an der Börse nur noch teurer zu kaufen sein. Und diese Preise müssten die Versorger an die Kunden weitergeben. Zeppelin aufgebaut. Vor Jahren kehrte ein ausgemustertes Luftschiff aus den USA zurück nach Friedrichshafen. Jetzt entsteht aus den Einzelteilen ein neuer Zeppelin. Derzeit wird die Hülle aufgezogen.
Fast 3 Wochen dauert die Maßnahme. Dann wird eine Spezialfirma aus Amerika die Hülle verschließen. Anschließend werden Leitwerke und Triebwerks sowie Passagiergondel montiert. Im nächsten Jahr soll der Zeppelin wieder einsatzfähig sein. Halbzeit bei den diesjährigen Arbeiten zur Elektrifizierung der Allgäubahn im Wangener Stadtgebiet. Derzeit wird der Bahnübergang an den Fachkliniken umgebaut. Auf einer Länge von über 2 Kilometern werden die Vorrichtungen für die Lärmschutzwände gebaut. Auch die Fundamente der Oberleitungsmasten sind bereits fertig. Außerdem wird das gesamte Bahnhofsareal barrierefrei modernisiert und mit einer Unterführung versehen. Schließlich erfolgt der Neubau von 2 Eisenbahnbrücken. Die Arbeiten liegen laut der Bahn im Terminplan. Nur für die Fertigstellung der Argenbrücke muss Anfang 2020 noch einmal für 2 Monate die Zugstrecke gesperrt werden. Wir melden uns zurück mit dem Journal. Tja, wie geht es weiter mit den Medizinproduktefirmen bei uns in der Region? Wie ist es der jüngsten Nonne im Kloster Kellenried ergangen? Und was gibt es Neues von der Multimedia-Ausstellung in Radolfzell? Das alles erfahren Sie jetzt bei uns in der Rubrik Was wurde aus? Ab Mai 2020 gelten aufgrund einer EU-Richtlinie strengere Regeln für die Zertifizierung von Medizinprodukten. Kleine und mittelständische Unternehmen, von denen es in der Region mehrere hundert gibt, stellt das vor große Herausforderungen. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat jetzt Unterstützung in Höhe von 2 Millionen Euro bewilligt. An dem damit verbundenen Soforthilfeprogramm arbeiten auch die Tuttlinger Medical Mountains mit. Die Zukunftsfähigkeit der Branche und Arbeitsplätze sollen damit gesichert werden. Der Dachverband der Krankenhäuser hält es inzwischen für nahezu sicher, dass bis Mai nächsten Jahres nicht alle Produkte ihre Zulassung haben und somit fehlen werden. Eine Ursache? Die EU-Kommission hat bisher nur 2 Prüfstellen benannt. Bei unseren Dreharbeiten im vergangenen Jahr trug sie noch das weiße Kopftuch der Postulantin, war also quasi Nonne in Ausbildung. Mittlerweile ist Schwester Angelika das jüngste Vollmitglied in der Abtei St. Ehrentraut in Kellenried. Nach insgesamt 5,5 Jahren hat sie ihre Profess abgelegt und wurde feierlich gesegnet. Das Klosterleben hat sie aber schon viel früher interessiert, nämlich schon mit 14 Jahren, sagt sie. Seit dem 31. Mai läuft im Radolfzeller Milchwerk die Multimedia-Kunstausstellung von Monet bis Kandinsky, Revolutionäre der Kunst. Die Bilder werden dort digital zum Leben erweckt und der Besucher bekommt eine völlig neue Sicht auf die Kunstwerke. Die Ausstellung war ursprünglich bis zum 1. September geplant, wird nun aber nur noch bis zum 28. Juli zu sehen sein. Und wir bleiben nochmal für den nächsten Film in der Rubrik Was wurde aus? Dabei geht es um das älteste Wasserfahrzeug Bayerns und das besteht nur aus einem einzelnen Baumstamm. Wird deswegen ein Baum genannt, der im April 2018 in Wasserburg gefunden wurde und er ist für Archäologen ein äußerst wichtiger Fund. Was die Wissenschaftler mittlerweile über das alte Holz herausgefunden haben, das gibt es wie gesagt nochmal in der Rubrik Was wurde aus? Insgesamt 3150 Jahre hat das älteste Wasserfahrzeug Bayerns auf dem Buckel. Das Boot aus der Bronzezeit wurde letztes Jahr von einem Taucher gefunden. Seitdem hat sich viel getan. Das Boot wird momentan mit einem speziellen Wachs konserviert. Archäologen kümmern sich jetzt um die Geschichte des Boots. Vor allem der Fundort des Einbaums ist wichtig für die Forscher. Der liegt auf einer Höhe, wahrscheinlich einer alten Uferkante, vom Bodensee aus der Bronzezeit. Und wenn man sich die anderen Pfahlbausiedlungen anguckt, in nächster Nähe, die ungefähr aus der gleichen Zeit kommen, das Unteruldingen oder Hagnau, dann liegen die fast mit ihren Siedlungen auf dem gleichen Niveau wie die Fundstelle. Ja, und von daher haben wir eine alte Uferkante erwischt und eine Möglichkeit, dass vielleicht in der Nähe auch eine Siedlung ist. Ja. Genau das wollen die Archäologen herausfinden. Dafür muss noch einiges getan werden. Also wir werden jetzt erstmal die Fläche weiter absuchen. Das ist das eine. Und das andere, was geplant ist, sind Sedimentbohrungen. Also man macht Löcher in den Seeboden und guckt letztlich, was unten zum Vorschein kommt. Und wenn Hölzer kommen oder Holzkohle, Keramik oder dergleichen, dann kann man davon ausgehen, dass natürlich in der Nähe eine Siedlung war. Was die Wissenschaftler zum Beispiel schon wissen, der Einbaum war früher größer. Er könnte ursprünglich eine Länge von bis zu 14 Metern haben. Außerdem war das Boot schon da, bevor es mit den Bronzezeitsiedlungen losging.
Auf einer Bahnstrecke im Landkreis Ravensburg zwischen Bad Waldsee und Rossberg ist am Dienstagmorgen ein Zug mit einer Kuhherde zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 7 Tiere getötet und viele weitere verletzt. Die Strecke musste laut Polizei für etwa 3 Stunden komplett gesperrt werden. Warum die Kühe auf den Gleisen standen, ist noch nicht klar. Der Umbau des Geschäftshauses Boos in der Sigmaringer Innenstadt kann beginnen. Vor wenigen Tagen erhielt Bauherr Ertekin aus Radolfzell die Genehmigung. In den oberen Etagen des Geschäftshauses werden 10 Eigentumswohnungen entstehen. Die Ladenfläche im Erdgeschoss wird an die Buchhandlung Osiander vermietet, die ihr Geschäft momentan schräg gegenüber betreibt. Der Trossinger Gemeinderat ist begeistert vom Vorentwurf für den neuen Jugendtreff mit Außenanlagen auf der Erlebniswiese. Bedenken äußerten die Räte lediglich in Bezug auf Vandalismus. 1,7 Millionen Euro teurer soll die Wiese der Kostenschätzung zufolge werden. Davon fließen 575.000 Euro in den Jugendtreff, der Rest in die Außenanlagen. Die Stadt erhält dabei mehr Zuschüsse als erwartet, 999.000 Euro. Im kommenden Frühjahr soll der Bau beginnen. Der erste Abschnitt könnte Ende 2020 fertig sein. Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Verena hat in Bad Wurzach das Heiligblutfest begonnen. Die eigentlich vorgesehene traditionelle Lichtprozession war wegen des Wetters abgesagt worden. In seiner Predigt erinnert Pfarrer Stefan Meyer an den Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll. Dieser hatte 1936 das Pontifikalamt nach dem Heiligblutritt gefeiert. Der Bad Wurzacher Blutritt findet in diesem Jahr am 12. Juli statt. Erwartet werden an die 1600 Reiter und gut 5000 Wallfahrer. Die Reiterprozession ist damit die zweitgrößte Mitteleuropas. Besondere Auszeichnung. Die Denkmalstiftung hat das hintere Schloss in Mülheim zum Denkmal des Monats Juli 2019 erklärt. Damit würdigt die Stiftung das Bemühen der Eigentümer, das Kulturdenkmal zu erhalten. In seinem Kern geht das Schloss mit den beiden barocken Zwiebeltürmen auf das 15. Jahrhundert zurück, ist jedoch geprägt von Umbauten aus dem 18. Jahrhundert. Die Sanierung wurde 2017 und 2018 mit Mitteln der Lotterie Glücksspirale unterstützt. Herzlich willkommen im dritten Teil unseres heutigen Journals. Tja, seit über 150 Jahren, da stehen die Uhren der Marke Junghans aus Schramberg im Schwarzwald für Präzision und für klares Design. Bis der Kunde sie aber in den Händen hält, ist es ein wirklich langer Weg. Und den haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Die Armbanduhr. Oft verbindet sie handwerkliches Können mit und nachhaltiger Gestaltung. Seit rund 100 Jahren ist der markante, mittlerweile denkmalgeschützte Terrassenbau am Steilhang von Schramberg die Produktionsstätte der Firma Junghans. 1861 gründete sich die Uhrenfabrik Gebrüder Junghans mit dem Ziel, Holzkästen für Schwarzwälder Großuhren herzustellen. Heute produziert Junghans hochwertige Armbanduhren in schlichtem Design. Dabei drohte 2008 das Ende des Unternehmens, denn es ging insolvent. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Jochem Steim kaufte das Unternehmen zusammen mit seinem Sohn und seitdem geht es wieder bergauf. Rund 60.000 Uhren verlassen im Jahr das Haus, weltweit. Bis es aber soweit ist, ist es ein langer Weg. Am Anfang einer jeder Uhr steht immer die Idee. Ein Mann mit Ideen ist der Industriedesigner Volker Fuchs. Die Ideen, die kommen natürlich immer dann, wenn man dran denkt oder wenn es einem durch den Kopf geht, und das kann überall sein natürlich. Und wenn man da eine Idee hat, dann muss man sie ja auch irgendwo, denke ich, aufs Blatt Papier bringen, damit sie mal einfach abgesichert ist. Zeichnen ist nur ein Werkzeug. Ich meine, das ist ein Werkzeug wie der Computer. Da versucht man was zu visualisieren und sich Klarheit darüber zu schaffen, über die Gedanken. Die Gedanken, die sind zuerst, und das versucht man aufs Papier zu bringen. Und wenn das dann immer reicht, dann geht man in den Computer. Also es ist ein reines Werkzeug, das man eben entsprechend nutzt, soweit es eben passt. Von seinen Zeichnungen sind es nur wenige Meter bis zum Schreibtisch von Hans Grammel. Der Grafiker ist nicht nur zuständig für das Zifferblatt der Uhr, er begleitet sie vom ersten Entwurf bis zum Schluss. Am Schluss sind es meine Kinder gewesen. Manchmal freut man sich über diese Kinder, manchmal machen die Kinder natürlich auch viel Sorge, bis sie zum Entstehungs- oder bis sie soweit sind. Man kann sagen, bis sie erwachsen sind. Das ist total schwer. Diese Kinder, die entstehen natürlich in unserem Kopf. Die Idee, es gibt eine Vorgabe, was wir für eine Uhr gestalten sollen. Da gibt es natürlich bestimmte Linien, also
Ich habe eine Preisvorstellung, es geht um eine Herre- oder Dameuhr, es geht um eine sportliche Uhr, es geht um eine schlichte Uhr. Und anhand dieser Angaben fangen wir an zu gestalten. Am Ende muss die Uhr dann nur noch zusammengebaut werden. Das alles geschieht in Schramberg. Rund 110 Mitarbeiter arbeiten hier. Der Vorteil daran, so kann Junghans die hohe Qualität gewähren. Die Uhrmacherin Ulrike Hertel montiert das Zifferblatt und setzt die Zeiger. Was einfach klingt, ist allergrößte Präzisionsarbeit. Also es ist wirklich sehr filigran und es ist sehr unterschiedlich. Also es kommt natürlich auch aufs Werk an. Aber es ist so, dass jemand Ungeschultes damit wahrscheinlich nicht zurechtkommt. Der schwere Punkt beim Chronographen, wenn man da die Zeiger setzt, sind tatsächlich die Zählzeiger, die kleinen, dass da wirklich alles auf Null ist. Die Zeigerstellung muss korrekt sein, damit der Kunde Freude an seiner Uhr hat. Der kauft sich eine qualitativ hochwertige Uhr und da möchte man dann gerne auch eine Uhr haben, die richtige Zeit anzeigt und zwar genau. Aktuell dreht sich alles um die Max-Bill-Uhr, eine schlichte, klare Uhr. Für den Grafiker ist das eine Herausforderung. Natürlich, das Verrückte macht immer mehr Spaß. Und ist auch viel einfacher zu gestalten, aber meistens ist das nicht so zeitlebig ein Design, das über lange Jahre Beständigkeit haben soll, ist viel sensibler zum Gestalten. Und wenn eine Uhr dann zusammengebaut ist, dann schaut Grammel genau, was aus seinem Kind geworden ist. Es wird aber nicht sein letztes sein. Wenn Sie uns regelmäßig schauen, dann wissen Sie, jeden Tag an dieser Stelle bekommen Sie bei uns einen kurzen Überblick in Sachen Sport in unserer Region. Natürlich auch heute. Bitteschön. Die Kämpfer des Vereins Taekwondo Eiling haben bei ihrem Heimturnier in Friedrichshafen einen Mannschaftspokal geholt. Von 56 Teams aus 8 Ländern haben es die Eilinger Sportler auf Platz 3 geschafft. Mehr als 400 Kämpfer, unter anderem aus Indien, Italien und Frankreich, traten in der Sporthalle des Berufsschulzentrums gegeneinander an. Das war nichts für schwache Nerven. Die B-Junioren des SV Weingarten haben nach einem spannenden Relegationsfinale die direkte Rückkehr in die Fußballverbandsstaffel geschafft. Das Heimspiel gegen die SGM Aufheim Holzschwang-Pfaffenhofen hatte Weingarten auswärts mit 2:0 gewonnen. Im Rückspiel lag der SVW mit 0:3 zurück. Zwei Treffer in den Schlussminuten sicherten den Weingartnern aber doch noch den Aufstieg. Der Tuttlinger Valentin Werns hat in Hamburg im Rahmen der World Triathlon Serie 2 beachtliche Ergebnisse erzielt. Im Einzelwettbewerb erreichte er am Samstag mit Platz 19 sein bisher bestes WTS-Ergebnis. Aufgrund dieser guten Leistung nominierte ihn Bundestrainer Faris Al-Sultan für die tags darauf stattfindende Mixed Team Relay. Die wurde zugleich als Weltmeisterschaft ausgetragen. Die deutsche Staffel mit Valentin Werns, Laura Lindemann, Nina Alm und Justus Nieschlag musste sich nur den starken Franzosen geschlagen geben und belegte den 2. Platz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Kälte der vergangenen Tage, die war mir ehrlich gesagt viel zu frisch. Aber es scheint sich eine gewisse Besserung abzuzeichnen, Paul Heger. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Darf ich Ihnen einen kleinen Tipp geben? Nutzen Sie den Mittwoch aus. Da kriegen wir das beste Wetter bis einschließlich Sonntag. Mit sehr viel Sonnenschein, kaum Wolken am Himmel, angenehmen Temperaturen bis 25, 26 Grad. Und die Luft, die ist wirklich angenehm, weil sie relativ trocken ist. Heißt aber im Umkehrschluss, dass die UV-Belastung, also die Sonnenbrandgefahr, sehr hoch ist. Cremen Sie sich definitiv gut ein und suchen Sie nach einer gewissen Zeit auch dann wieder den Schatten auf. Wir gucken mal direkt nach Stuttgart und da sehen wir hier wirklich die strahlende Sonne. Vielleicht ziehen zwischendurch mal ein paar wenige Wolken durch, aber das war's dann auch schon. Temperaturen zwischen 20 Grad in Freudenstadt und 24 Grad in beispielsweise Sindelfingen, Ludwigsburg oder auch Bietigheim-Bissingen. So 1-2 Grad, die ziehen wir ab, mehr aber auch nicht, wenn wir weiter in Richtung Schwaben gucken. Auch hier ein wunderbar sonniger Tag von Ellwangen bis Biberach. Und da gehen wir noch weiter nach Süden, da machen wir genau damit weiter. Sehr viel Sonnenschein, auch in Richtung Bodensee und Bar. Temperaturen hier auch so etwa zwischen 21 und 23 Grad. Vielleicht, dass es auf der Schwäbischen Alb ein bisschen kühler bleibt.
Die nächsten Tage. Ich habe es schon angedeutet. Es wird dann wieder kippen, das Wetter. Am Donnerstag geht es schon los mit dichteren Wolken, ersten Niederschlägen. Und dann Freitag kräftige Gewitter, Samstag kräftige Gewitter, Sonntag wahrscheinlich auch noch einige Schauer. Und erst zum Montag wird es dann langsam wieder ruhiger. Ja, vielen Dank, Paul, für diese ganz brauchbaren Aussichten, zumindest mal für die nächsten 24 Stunden. In Aussicht stellen kann ich Ihnen auch, dass ab morgen Corinna Borau wieder das Wetter präsentiert. Und damit verabschiede ich mich in den Feierabend. Sage Tschüss, bis morgen.